Est-ce que vous êtes malade, monsieur le sous-préfet? Ben, monsieur le maire, je vous donne comme. Ben, je vais, c'est schon eul, vous, on y a un rendez-vous garde mal, ben, eul. Ja, ich sage, nous sommes bons, là, qui, à quoi nous finissez? Aidez, monsieur le sous-préfet. Moi, madame. Mademoiselle, nicht madame. Das müsste man doch schon wissen. Man hat schon wieder gesungen. Ja, ich kann nicht das nicht zum Fall oder komm ich. Nun mal. Man soll ja dann diesmal schon wieder tun. Oh, mit Ibel Dicket, du. Ja. Der, wo sie verloren hat, der wird sie gleich mal kommen. Oh, aber wenn in New York und da niemand sie reklamiert hat, ist sie verewigt. Na, na, verewigt. Nee, verewigt. Dem Setzen ist er verewig. Nee, ich kenn mich jo. Bis in den Jahr habe ich das hier alles vergesst. Dem Schenken also über Freude. Wie Freude? Ja, wehe sie mir, dass ich richtig bin. Und dass ich allein lebe. Das wundert mich nicht. Aber ich finde jo besser, dass ihr davon profitieren. Mal werden mal gesehen. Vielleicht stellen wir mal den Formular aus. Ich habe schon genug gefunden. Es lohnt nur noch die Stuttgart, die ist schon halber voll. Ja, alles kam und erfunden. Ja, ein Bijou, eine Sonnenbrille, ein Telefon, ein Fotoapparat, sogar eine Büste halten. Ich habe ein bisschen clean für mich. Ja, das merke ich. Ich habe da noch drin. Oh, schön. Was ist denn das da noch? Ein Telefon. Es lohnt jetzt. Nein, ich konnte nicht davon. Ich bringe nur alles für die Sterne. Oh. Hallo, Mary von Nidwila. Ah, Madame von Nidwila. Bonjour, Madame. Na, euer Mann ist noch nicht da. Wir warten alle auf mir. Sogar der Superfan, der hat schon zweimal angerufen. Sie Freundin? Na, die habe ich euch nicht gesehen. Ja, ich sage nur nicht Bescheid. Ja, den Madame. Ja, von ihr euer Meier verloren? Was verfehlen da drin? Maja, mi Mama, die ist doch nicht tot, alle. Ich schwätze nicht von eurer Mama. Ich schwätze von eurer Meier, der hoher Meister. Kennt ihr euch besser ausdrücken? Aber mein Meier ist euch euberer. Was? Ich erkenne den Überraschung. Aber wie er clean waren. Da hat er doch auf eure Mama geweicht. Lassen Sie mir Mama gehen. Ich schwätze von Politik und nicht von der Familie. Das ist nicht selbst. Schon nicht von eurer Mama geschwätzt. Ich habe am August von Nidwila, der Meier von Nidwila, und ich geschwätzt. Die Nidwila, die hätten mal besser gekippt während der Revolution. Und ich will mehr wissen, wo er ist oder nicht. Aber besser nicht. Aber ich denke ja wissen, wo er ist. Das ist schon ein Problem. Guten Morgen, Marie-Barbe. Guten Morgen, Joël. Bonjour, Monsieur. Madame. Du, ist da mehr in seinem Büro? Ich habe da Rufe Papiere, wo er muss unterschrieben. Na, sind da geschaut mit, da hat mir niemand gesehen. Der Superfan, der hat schon zweimal angerufen und sie freut, die sehe ich nicht euch. Oh, na, ja hoffentlich kommt er denn nicht. Sonst muss ich als erster anschneiden, die ganz Erwin da machen. Ja, wahrscheinlich. Ey, Wunsch ist der andere Schießer, die kommt, warum schießen sie machen? Na Joel, der ist kommt, weil er wieder etwas von holt. Er hätte besser den Meer gefunden, das wäre bestimmt mir nicht sicher gewesen. So, Marie-Barbe,
Corona über Dossier. Und ich gehe jetzt bei ihm. Ich vertrage die Hände Freundlichkeit beim Joel. Und wenn ich denn wisse, wo ich war mehr ist, hätte ich ob ich nicht sagen. Je weniger ich bin sehen, je besser fühle ich mich. Ede, mesdames. Ede. Ede, Michel. Ich wollte mich nicht zerregen. Du bist streng mit dem. Der wird es nicht schon mal nicht mehr von dich wählen. Wüste, die blöde Anarchisten, die regen mich nur auf. Immer am Kritisieren. Aber wenn es herrscht, der geschaffen, der Gesicht ist. Oh, es kommt doch vor, es soll ab und zu mal einspringen. Von dem vergesst mich aber wundern. Du, ich freue mich, weil was ist der hier immer so viel Dinges bringt, komm jeden Tag. Jetzt hab ich da Dinges dran. Oder Hut oder meine Kette. Ja, hast du da nicht eine kleine Idee, von was er da das bringt, alle da? Jo, vielleicht. Ah, Joel, du bist da. Ja. Oh, du bist da wie gerufen. Ja, mein Gesicht. Oh je. Du, der Meier ist nicht da. Ja. Und der Subprefekt, der Bartruf ist mit Schmerzen. Ja. Für die Versammlung von meine. Die Versammlung? Von was für Versammlung sprechst du? Da weiß ich doch gar nicht davon. Für die Fabrik, wo sie will bäumen. Die Chinesen, die kommen nächste Woche und bin noch nicht alles geklärt. Ja, Herr Schmoll, kannst du nicht allein gehen? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Was ist denn das eigentlich für ein Projekt? Das ist eine Fabrik, die morgen. Zu mir haben sie gesagt, zu mir sagen sie alles, ich bin ja Generalsekretärin. Ja. Ja. Dann sagen sie alles gleich schon mal. Der Meer, der passiert immer alles. Ja. Dann hat er schon mal gesagt, das ist eine Fabrik, wo sie Gummihändchen machen. Gummihändchen? Ja, aber weißt du, Gummihändchen nur mit einer Finger. Und nur von den Männern, wo ich will. Verstehst du schon, was ich da wieder sagen will? Und das kommt noch viel Ehre bringen ins Dorf. Oder 100 Ehre bringt das ins Dorf. Ja. Das kommt, wo er sich fällt. Aber muss nicht vergessen, das ist noch eine Idee vom alten Meer, von der Madame Marie-André. Jo, alles, was der Madame Marie-André gemacht hat, bin ich schon du dagegen. Hey, halt doch du's Mund, Marie-Bau. Man weiß ja ganz genau, von wem es du gewählt hast. Und wenn du da bist, dann ist nur das nächste Liebe. Hallo, Mary von Nipfila. Ja, Monsieur le Sous-Préfet, ich habe dich nicht vergessen. Aber der Meier ist immer noch nicht da. Madame Joël konnte vielleicht remplacieren. Gut, Monsieur le Sous-Préfet, ich sage es ihm gerade. Ja, ich habe verstanden, Monsieur le Sous-Préfet. Aidez, Monsieur le Sous-Préfet. Du musst dorthin gehen. Du musst mit Lilly dorthin gehen. Du musst den Meier remplacieren. Ich hätte ja gern gehen. Ich weiß ja gar nicht, was in dem Dossier da steht. Weißt du das, Lilly? Ich weiß nicht, ich weiß doch alles. Aber weißt du was? Ja. Wir gehen in die Büro. Ja. Was soll ich da alles klären? Dann lege ich dann aus, wie das passiert. Jawohl. Und naja, dann hole ich mal weiter und dann gehen wir zum Zugriff. Gut so, okay? Machen wir mal so. Jawohl. Ich will ja reden. Und ich halt etwas was zu trinken, weil ich schon durch. Bonjour Marie-Bart. Bonjour Monsieur Jean-Luc. Excusez, il y a un bout de fil et un bout. Ah, baguette. Wenn die Staatsbeamtin ein kleiner Moment sieht hat, konnte vielleicht im Joël, ja, Madame la Première, einfach mal sagen, dass ich da bin und dass ich eher wieder schwätzen. Ja, und Glück sie ist da. Aber gewöhnlich will er doch immer mit Monsieur von Nipfila schwätzen, weil er nicht da ist. Ja, das weiß ich auch. Ja, und Lied warten, Uffe. Vielleicht wissen er nur ist. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich habe das so gerot.
jetzt in Auto steht und nicht vor der Mairie. Ach, und wer ist denn da? Ah, mein lieber Johnny, wie geht's dir, mein Guter? Oh, ich geh doch so gern mit dir ein bisschen verseelen, gell? Aber ich habe doch keine Zeit, der Meer ist nicht da und ich musste alles machen, gell? Und der Subpräfet war schon über Stunden auf uns. Ich weiß gar nicht, wo ich so hinspringen überholt, gell? Oh, mein lieb Joel. Immer noch so nett und so elegant. Oh. In Oberin. Ja. Die Honigrute dabei. Ja, ich zähle auf dich, weil du das Mensch wieder in den Rahmen zu bringen. Joel, komm, 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 komm. Oh, pardon, Joel, pardon. Ich muss gehen, der Subpräfet erwartet mich. Ja, nee, nee, mal gehen. Es ist doch schon nicht, wenn ich da gesagt habe, ich muss gehen. Aber bloß der Subpräfet, der soll nicht vergessen, dass der mit unserer Steuer bezahlt wird, gell? Ja. Und du, Jean-Luc, weißt du was? Erzähl du Marie-Barth die ganzen Probleme, die du hast mit deiner Nachbarin. Ich kümmere mich neu an dich, wenn ich so richtig bin. Ja, aber die Affäre depressiert. Ja. Ich habe Angst, das Fult. Ja, Jean-Luc, siehst du, wie das mich da arrangiert? Weißt du was? Du kannst auf mich reden. Ich verspreche dir, ich kümmere mich um dich, wenn ich neu zurück bin. Geht das? Ja. Ja. Ich sehe auf die Schuhe. Du Kunst, du Kunst. Ja. Ja, nein, nein, siehst du nicht, das war spitze. Ich habe schon 60 Kunst auf dich. Siehst du schon nichts? Nee, komm. Nee. Ich bin schon immer dabei. Ich bin schon immer dabei. So, Marie-Barth. Ich bin nur lieber mir jetzt sagen, was ich um Herz habe. Die Nachbarin, die muss man wieder in den Rahmen bringen. Ja, weiß ja gar nicht, was für Nachbarin ich hon. Doch, die hat Sus von ihrer Mama geerbt. Vor 14 Tagen ist sie eingezogen. Und in der letzten Woche, da ist sie mal brav auf der Bikum, die sich erbt. Ja, ihr werden da doch nicht geholfen, oder wie? Und? Das hätte noch gefehlt. So ein bisschen, weil die kennt sich gut aus in Informatik. Und bei unserem Apparat, da holt sich jeder hin, aber noch nicht so gefreut. Da muss ich mal mehr schwätzen, wenn ich den wieder gesehen habe. Ich werde der Schneegons helfen. Und der sich nicht in das Haus neben mich installiert, ohne mich zu fragen. Und jetzt wird die mich noch strippen. Was? Will sie irgendwie das Haus abholen? Woll, stell euch mal vor. Ich habe eine Pesche geholt. Nur einer? Oh na, ein paar. Aber einer, in der Pescheboy, der hat auch, wo über der Mur in der Schlunz in Garten wies. Ah, jo, Pescheboy, jo, jo. Ja, was hab ich doch gesagt? Bin ich neu oder her, na ne gut? Und der Pescheboy, der hat auch, wo über dem Simon in Garten hängt. Aller Bude, jetzt hat er alles verstanden. Jetzt gesehen er, wo der Hase in Pfeffer liegt. Sicher auch nicht verstanden. Simon hat mich verlangt, den Ost abschieben. Und er, das mich durch mich biefen. Oder bin nach Hause, das sollte nur nicht passieren. Bin er dumm? Oder stehen ob ich nur so dumm dran? Siehst du, ob der Pesche sieht? Und an dem Ost, da hängt fünf dicken, säftigen Pesche. Und der Simon wirft mich vor, dass der Pescheboy Pesche anhört. Oh na, im Gegenteil. Das wird zerbrechen, das Luder. Ah ja, ich sehe dein Problem. Jo, aber sei doch so gefällig. Und wenn es Schuhe zurückkommt, die Madame von ihrer Adjoint, noch was sehen an dem alles. Aber geht, und nicht so lange warten, sonst die Päschen, die Fulle mal am Boden. Oder die werden gefressen von den Dreckbeinen. Der Kunde auf mich sehen. Ich sah so Joel, so boll es regnet. Jo, ich geh noch. Habe nein, ich hör noch ein bisschen sind. Ich warte auf den Meer. Na gut, der könnte ja nicht tun. Aber wenn die zwei Weiber zurückkommen von der Versammlung mit dem blöden Subpräfet, dann regeln wir die Affäre mit dem Inhaberin Ruckzuck. Oh, da war
Schneebau. Ah, bonjour Marie-André. Geht's gut? Gut. Ich bin Kumpfa. Ah, da hupt ja der Schalü, der alte Knopf. Und mir? Mir geht's sehr gut. Und ich hoffe nur, dass es euch nicht so gut geht. Na, nur bei mir im Visier so machen. Es tut mir leid, mir geht es sehr gut. Ich bin immer Kumpfer, gut, ob es mit der neuen Gestion da geht. Mit dem neuen Meer und der neuen Kippe. Ja, soll ich das alles versehen? Der soll doch mich mal anzeichen. Mich? Anzeichen von Boston? Ich sage nur, wo er hält. Aber vorläufig, ich erde mehr von nie wieder und nimm ihn hier. Jojo, was will sie, ob ihr gemacht hat? Von Hus zu Hus ist er geläuft und der Lied hat er den Himmel versprochen. Und was hat er gemacht? Gar nicht. Der wird es nächstes Mal gar nicht mehr gewählt. Lacht am besten, ja, lacht am besten. Ihr wäre vielleicht wieder mehr von Nibila. Aber ich garantiere euch, ihr kriegt nicht zu lachen. Da wäre der Luft ja ziemlich stinkig. Stehen, Eddie. Ich habe gemerkt, dass es da stinkt, mich so lachen. So, Maribau, jetzt wo mal ein bin, was gibt's da Neues? Oh, nicht viel etwas. Ah doch. Was dann? Wir haben die Meer verloren. Die suchen alles in der Oberein. Sogar sie freuen sich. Oh, da ist nicht viel verloren. Das sind wir sogar gut. So viel wie ich den alten Knopf kennen, da war der noch und die ganzen Abend puff! Und jetzt war der dicker Kopf. Ich übertrieb schon noch ein bisschen. Du willst doch, dass er jeden Sonntag mal in die Messe geht. Jo, am Sonntag geht er in die Messe. Aber die ganze Woche huckt dein Puss. Weißt du, der Projekt, ja, den du angefangen hattest mit, ja, den Chinesen, ja, aber der ist wieder aktuell. Lili und Joel, die bin zum Subpräfekt, für alles vorbereitet, wenn die Chinesen den nächsten Woche kommen. Mariba, das lese ich schon. Die Chinesen, die haben ja mir eine Einladung geschickt, auf der Ehre, die kommen. Denn die alle Equipe, das erfährt, oh je, oh, oh, die werden blau-rot auf die Augen. Und das geht dann etwas, oh je. Oh je. Ach, bonjour, alle zusammen. Bonjour, Madame Simon. Die haben vielleicht ihren Nachbar getroffen, der ist gerade in Nuss gekommen. Mamsel, ich bin's, Marie-André. Der vorige und der nächste Meer von dort. Sehr geehrt. Ich bin Simon Züttels, die Wählerin. Ich komme, wenn ich erholt mit meinem Nachbar. Was ist denn mit dem? Ich höre es. Simon, ich habe nicht aufpassen, was die passiert. Das ist nicht der aktuelle Meer. Die ist nur da auf Besuch, die hat nicht alles an. Jojo, ich war ja doch so gut gewählt. Immer viel nächste Liebe für andere, ne? Aber hauptsächlich von der neuen Wählerin. Was ist das? Es handelt sich über Pärchenbui, hat er nicht geschwätzt davon? Was ist doch schon wieder mit dem Pärchenbui? Ich kenne ja das Problem. Euer charmanter Nopa ist eben der Nussgang, der hat euch davon geschwätzt. Aber ja, ich habe ihn ja gesehen. Der hat mich ganz schief angeguckt. Ich weiß nicht, was ich so eine Woche bitte. Ich komme ja nicht mit dem Hustenlust gehen. Da ist er ein Name. Und da ist wurscht. Ich meine, mit dem kriege ich Probleme. Da kommt man drauf sehen. Das Recht ist auf eurer Seite. Aber die Konseillemen, die kennen die Gesetze, aber in der Wirklichkeit. Ach, in der Wirklichkeit würde ich sagen, kennen sie gar nicht. Das habe ich nicht gesagt, Marie-André. Aber der alte Drecksoktor, der meint, wenn er den Konseillträger rät. Aber eigentlich hast du da nicht, gell? Lach mich nur aus. Sowieso, die Pärchen, die kriegen doch geklaut. Aber ich will sie doch nicht klauen. Oh, was bist du? Der alte Knopf sich nochmal ein. Der kommt nicht verwurzeln als Nordhabig. Ja, was soll ich da nochmal machen? Haben hier einen Rat?
Da kochen doch Kaffeetürke der Pferd. Herr Kaffeetürke ist doch prima. Hey, Herr, mit den Pärchen? Das bin ja nur fünf Stück dran. Marie-André, weißt du nicht, was nicht passiert? Die Frau ist dumm. Das ist ganz einfach. Dem Gesetz noch gehören die Pärchen über Europa. Ihr Kunde verloren, das ist ein Ostabschnitt. Und wenn die Pärchen runterfallen, aber dann bin sie über. Und anstatt es ja Kaffee zu kochen, dann kann ich ja so eng kochen. Das ist doch auch fein. Oh je, Marie-André, du drehst durch. Wenn du so dumm fährst, wird Simon von dich nicht mehr wählen. Großer Gott, was hab ich da bestimmt verloren? Aber reden wir mal jetzt seriös. Wenn er die Pärchen holen, abbrechen und gehen sie deinem alten Knopf dran. Oder noch besser, ihr Schritte nur einschreiben, er sollte euch abschneiden. Oder? Ja, lehnt alles gut, dann hol ich ja Decken auf den Boden in der Arsch. Wenn die Pärchen herabfällen, hol ich sie und tragen sie. Aber sie darf nicht blutzen. Ja, das ist so ungefähr. Oh, ihr passiert so viele Dinge, aber ich weiß aber immer noch nicht, was ich soll machen. Verkehrte Geschichte sie kriegen, können ihnen die Pärchen gehen. Aber im selben verloren, dass er den Arsch abschnitt. Kinder, vielleicht Herzschlag kriegen. Feuer nur verlangt. Wissen, nach meinem schönen Tag bin ich so aufgeregt. Da hol ich die Pärchen und knall sie an den Kopf. Das kann aber nicht machen. No. Das darf ich nicht machen. No, no. Wissen, nach was? Das mache ich zwischen da und dunkel in der vier Oliven. So, ich gehe jetzt an. Eddie, bis nächste Mal. Ich hoffe, es habe ich Eddie. Noch viel für mich. Eddie. Bonjour. Ah. Sie ist aber doch Gewirtschaft. Und ich hallo dich nicht zurück. Lili und ich, wir kommen da vom Zugreffer, wir haben den Hof vererbt, wir haben allerdings so drüben mit euch. Ich habe ja gemerkt, dass ich dahin habe. Ich gehe. Aber Mariba, wenn der alte Drecksack wieder kommt mit den Pärchen, dann sehe ich mal ruhig, ich gehe, gell? Jo, ich rufe dich an. Geht, Marie-André. Jetzt gehe ich. Es ist Mittag, ich gehe essen. Moment. Sag mal, willst du nicht Neues vom Meer? Überhaupt gar nicht. Ist mir egal, ich gehe jetzt essen, ich habe Hunger. Aber hast du gesehen, wie das da fitzt? Das da, das schafft noch Kevin nur zu viel, wenn ich das sage. Das hat so richtig ein Wecker im Kopf. Ich bin nur im Kopf, im Arsch, wo ich Oh je. Du, aber Joel, weißt du was? Ja. Weißt du, was mir so heim ist? Na. Es wäre keine Neuigkeit auf der Meer. Och, da machst du ja doch unethisch. Wie sagt man so gut, Lili? Keine Nachricht, gute Nachricht. Ja, du siehst so, aber weißt du was? Ja. Ich habe festgestellt, es hat mein jemand 3 Millionen vom Konto der Gemeinde auf ein anonymes Konto auf Liechtenstein überwiesen. Ja. Was erzählst du mir, da ist das ein Witz? Na? Ja, ich so, hat man da muss unterschrieben etwas? Das ist ungläubig. Mhm. Aber der Perzeptor, ja. Der hat das überwiesen, der blöde Hund. Ja. Der hat das natürlich machen. Ja. Aber, und das Schlimmste ist, ja. Das ist nur 3 Personen, die offiziell in der Schrift haben. Und wer ist das? Ja. Familie, du und ich. Oh, Lili, offiziell, gerade
wie du mit so dicke und geschwollene Werker noch im Werfst. Frau Offiziell. Ja, offiziell, und weißt du was noch? Hm. Aber die Geschwister sind nicht voll zu dumm. Ja, aber, was haben wir? Am Samstag bin ich von der Messe gekommen. Ja. Und ich bin an der Marie vorbeigefahren. Ja. Und noch, was hast du da gesehen? Es ist Marie-Bart und Marie-Andre da hinten stehen. An der Dier. An der Hinterstier. Ja. Ja. Bin sie Renn oder bin sie Russ? Nicht der Renn und nicht der Russ. Die haben da gestanden und was ist? Ey, und ich wusste, die haben da drin in die Ring geguckt, da ich so, oh, die warten auf jemanden. Mhm. Aber. Na, Mensch, du, die hätte sich da Hände versteckt, weil eine Merise geht, gell? Das meine ich nun. Ja. Aber wisse, wenn mir ja verschwunden ist, die 3 Millionen, die überwiesen worden sind, und das Marie-André, das ist raffiniert, das war früher mehr gewesen. Ah, ja, das weiß man, das Ding ist nicht. Hey, ist gut, dass du mir nur davon schwätzt. Wenn zum Wohl wird etwas schief gehen, gell? Das ist mir doch nützlich, bin, ja. Oh, Lilli, heute mal wäre ich gesehen, da hätte kommen. Die Madame von Nietzsche. Oh, weißt du was, die könnte es bestimmt sein, dass ihr Mann krank ist. Oh, Achtung, da kommt es. Bonjour. Bonjour, Madame von Nietzsche. Wie geht's dann im August? Ja, wissen geht. Ja. Ich komme mal von, ob ihr mich gesehen habt. Den habe ich nicht reingucken. In der Geschäft? Ja, ich habe Angst gehabt, das Kind nicht, aber es hat man doch etwas Kleines gemacht, aber ich meine, er hat ein Rendezvous mit seiner Freundin gehabt, weil das ist auch nicht gut. Und wissen aber dann von Niedwiller, euer Mann ist doch sehr bekannt mit manchen Dingen, es geht so berühmt und bekannt, gell? Jo, alle weiß. Aber, der kennt nicht. Und das ist nicht normal. Meinen wir nicht? Meinen wir nicht, ist der Furt, ich bin der Onari? Oh nein! Nein, nein, ich gehe nicht fort mit der Onneri. Denn der geht nicht fort, geht ohne den Schmuck. Ah! Wie konnten ihr da so übertrieben, wie konnten ihr nur so vom August schwätzen, dass ich doch ein Gentleman? Was? Ein Gentleman? Na ja. Oh, ihr Spaß? Da hab ich doch nur geheiratet von meinem Geld, wenn ich richtig bin. Und dann hat er alles verbumst, die ganze Familie verbumst. Da hat er sich eine Politik gemacht. Ja, vermehrt profitieren. Und jetzt, er hat es geschafft, der steht viel, muss ich sagen. Oh, mit Herrchenmann, wie können ihr nur von eurem Mann so schwätzen, so charmanter Mann, so delikaten? Ja, ein verbreitener Gauner ist es, ein Gauner. Ja, ja. Ich kenne doch besser mir. Ja, aber man hat von nicht wieder, wenn er nicht fort ist, wieder unheimlich. Was ist schon dann passiert? Ja, bitte, ich will da hocken. Ich habe mit ihr Wesen mit. Ja, leider nah, und das amüsiert mich nicht, weil wenn er nicht bald zurückkommt, dann muss ich ja die ganze Erbendorft an mir reinschaffen. Oh, Jesuel, da kommst du ja aber ruhig. Da brauchst du die Füße noch. Nein! Dann mach ich nur, dann ist die Blätter, dann nur in der Schiebel im Prater. Aha. Mehr hat er nicht gemacht. Aber wisst ihr, weil die Hände schieben. Ja. Und schöne feine Munze machen. Mhm. Da war er gut gewesen. Das war prima gewesen. Mehr hat er nicht gemacht. Langsam, bisschen Respekt doch. Bloß, Lilli, was du mir da sagst.
Das beruhigt mich aber. Geld hat. Wenn ich eine Summfolge nicht drauf platziere, wenn es nur das ist, was ich an den Schlimm. Hast du die Herren? Ja. Aber ich denke, wenn er verunglückt wird, dann hätte ich mir doch Bescheid kriegen. Und man verschwindet doch nicht gerade so. Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht wieder. Haben die Polizei angerufen? Na, schon bis jetzt habe ich sie noch nicht angerufen. Die weiß ich euch als Nazis kritisch. Aber. Ja, aber das muss ich ja da euch nicht halten. Ich will sie nicht stören. Ich will sie nicht stören. Das Lili hat recht. Wir gehen die Polizei anrufen. Ich stelle die persönliche Nummer von Kommissar Schnauzer. Ich rufe den an. Oder will ihr es machen? Nein, 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 mache ich es. Ihr wisst besser nicht. Ich kann das Ding schon schaukeln. Hallo? Charles? Joël van der Mairie von Nidwila. Ja, bonjour. Ja, 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 merci. Und mit dir geht alles gut? Ja, und in Freude. Alles in Butter, aber so muss es ja hingehen. Ja, ich habe doch gestern da so versehen, das ist ein ganz offizieller Anruf da. Wir haben große Probleme auf der Mairie. Jo. Wieso, es passiert mir etwas in Nidwila? Aber für immer passiert aber etwas. Ja, ajo. Ja, es handelt sich um unser Meer, ja. Das ist etwas ganz Schreckliches da passiert, man weiß nicht. Jo, ja, sei nicht so ungeschickt, sind freu ich doch gerade neben dran. Hallo, Charles. Ja, oder Charles? Herr Himmel, mein Mann, der ist vorgekommen, wisst ihr, wie alle nah, wie ich so geht, lang. Aber was ist, sich jetzt morgen und da ist noch nichts daheim, da ist noch nichts gekommen. Kannst du mir sagen, es ist ein Unglück passiert? Aber ja. Ah, Joscha. Ja. Aber Eddie, jetzt bin ich. Ja, Eddie, merci. So. Oh. Und, wo ist er? Eben, der hat gesagt, er geht sich drin kümmern. Er geht nun, was da los ist. Und ich meine, ich gehe jetzt schnell heim. Denn ich telefoniere, wenn ich etwas Neues tue. Ja. Ach gut, vielleicht in der Reise. Natürlich, dann nicht. Oder wenn er mal telefoniert, und dann schicke ich ihn nicht oder. Gut. Ja, so. Ja, ja. Und wenn er etwas wissen, dann telefonieren wir mal sofort. Jawohl, dann. Das ist genau. Das schadet mich. Wir können jetzt vorläufig doch nicht machen. Wir gehen ja euch jetzt essen. Ne? Voilà. Ja, so. Ede, bis noch, ja. Ede, man hat von nichts wieder. Ich wende ab dem Scharrel. Sieht man ganz so aus, da. Ja, 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 ja. Aber, weißt du was? Wir nehmen die 3 Millionen so langsam am Abend, weißt du? Aber weißt du was? Ich fange an Monat zu trinken. Ja? Ja. Aber ich euch, ja? Und da gehen ich essen. Ich habe einen Blick über Hennen. Oh, du hast ganz recht. Aber ich bin gerade, da ja. Gehe ich dann essen. Ja, du hast recht. Ich mache da ein bisschen Plaisir, ja. Essen. Ja. Oh, Jesus, Gott im Himmel. Bonjour. Ja, ganz genau, die Mairie macht zu am Mittag, so berühmt die Journalistin bin ich, müsst ihr das doch wissen, dass ich das wert bin. Geh essen in Brücke. Ja, aber ich habe gedacht, der Beamte, die haben geursit. Und bin immer aus Service verallt. Und so was du nicht. Aber da kann ich mich schwer probieren. Aber da kann ich mir Artikel nur schreiben mit Informationen von der Opposition. Wir sind ja, dass ich ja frisch bin. Wir denken ja nicht daran, dass ich euch fürs Mittagessen bezahle. Das wird nicht. Aber ich habe gesehen. Trotzdem kann ich euch den Aperitif bezahlen.
vis-à-vis in der Wirtschaft. Rostas eigentlich Madame la Première Adjointe. In der Wirtschaft. Mit Remen hier. Da ist sogar Gerät in der Wirtschaft. Mama mia. Ja. Der Meer ist nicht da. Ich habe so wie ich auf der Mitminute gesagt, lassen mich in Ruhe, ich habe kassiert. Es langt jetzt. Ja, wo ist er dann? Ist er krank oder ist er in Ferien? Nein, ich war heute nicht. Er ist einfach nicht da, es ist nichts passiert und keine Angst haben. Wie viel Mal soll ich so nicht da noch sagen? Her und auf mir, die Würmer so aus der Nase sieht. Mann, wenn der Meer nicht da ist, ist er. Was ist schon los? Hat er ein Problem? Ich war heute nicht. Wie viel Mal soll ich es euch noch sagen? Oder soll ich es euch auf Chinesisch sagen? Na, nicht auf Chinesisch, da verstehe ich auch gar nicht. Ja, ich verstehe schon kein Deutsch. Aber Mann, ich bin frech, Anna, aber du tust dich ja. Mein lieber Mann. Und jetzt? Ja, ich gehe aber noch nicht fort. Ja. Ich frage noch, ob ich vielleicht nicht Informationen kriege, weil jemand ohne nee, ist. Was? Wenn ich froh, dass du noch da bist. Ja? Das ist aber nett von dir, dass du auf mich gewartet hast. Der Mensch ist schon auf ihn gewartet. Oh, da ist mir noch der Freund von der Zeitung. Ja. Oh, wenn ihr mit allem, was ich da erfahren habe, oh, sind der Hut mein, dann könnt ihr Hut über ganz Käseblatt vollschreiben. Oh, Monsieur Jean-Luc, aber da freue ich mich, wenn ihr mir das alles erzählt. Mir lebt das Wasser schon im Mund zusammen. Ah, oh, je, mir ist schon lange nicht mehr Hunger wie ein Bär. Ich möchte gerne die Mairie da so machen. Weiß noch was, wenn er will, da ein bisschen ballatschen, noch geh hucken, ob ich den Hell auf die Treppen, das geht ja euch dann nicht. Aber wo es sich gut geht, was ist denn passiert im Meer? Was ist passiert? Na, haben wir kein Untergehen. Ich verstehe das nicht. Wie viel Mal soll ich euch noch sagen? Es ist nichts passiert, überhaupt nicht. Gar nicht. Was versteckt ihr zweimal dann? Das sahen wir doch alles. Ich verrate doch nicht, erkenne mich doch. Das ist schon gerade der Haken. Wir kennen euch sogar zu gut. Ja, Joel, ich bin doch gekommen. Ja. Du musst mir helfen. Ich habe schon wieder Hudel mit meiner Nachbarin, das Luder. Ja, Jean-Luc. Ich konnte dich doch ganz gut haben, das weißt du, gell? Aber die Affäre mit deiner Nachbarin konnte das nicht warten, bis ich Mittag gestern noch ja. Ich lasse euch nicht gehen, wenn ihr mal sagen, was mit mir los ist. So. Bonjour. Oh, je suis Ich mache mich aber nicht auf. Die Mairie ist vorläufig noch auf, aber ich will es so machen, aber bloß so. Ja, aber wie ist die Affäre da bei meiner Nachbarin? Wie ist die der? Oh, Jean-Luc, jetzt langt's mal aber. Ich habe die Nase voll jetzt. Ich will essen gehen. Russ! Da Roman, ich war noch kein Antwort geben, was den Mayer muss. Sie haben den Meer verloren. Das ist eine gute Nachricht. Ey, ihr Anarchisten, das lasst Gott wissen, wir haben euch nicht gefragt. Und der Meer ist nicht verloren. Der kommt jede Minute zurück, der ist sicher irgendwo aufgeholt worden. Das geht mich wundern. Und wie ist mit der Affäre mit meinem Nachbarn? Wann ist er nicht wiederkommen? Ah, Marie, überhaupt! Hi! Bist du noch? Bist du schon zurück? Hast du schon das Mittagessen? Oh nein, ich will nicht drehen. Marie, du wenn ich verstehe nicht durch Spaß, geht. Aber da ich will nicht geplatzen. Weißt du was? Ruck du dich doch mit der ganzen Gesellschaft. Ich gehe jetzt essen.
Wenn es Sumpf oder etwas Neues wird vom Meer, sagst du mir dann nur Bescheid, ruf dich auf mein Handy an. Ja, das wollte ich nicht. Und weißt du, das blieb von der Aus. Genau. So, jetzt rufen wir euch, wie ich was man will, ich gehe jetzt verschwinden. Ja. Guten Appetit, Joel. Ja, merci, gleichfalls. Ja, mit der Affäre bin ich noch verbiegen. Ich habe da auf die Minute gesagt, ich habe die Nase voll. Ich will jetzt nicht mehr wissen, ich gebe später. Ja. Den hast du ein Chines essen. Hat sich am Mann. Was muss da in der Ulrich bleiben? Hat das etwas zu tun mit Meier, wo verschwunden ist? Der Meier hat doch gesagt, ist nicht verschwunden. Er ist nur nicht da. Vielleicht ich noch nicht. Aber ich gebe mich schon nicht ab mit dem Bienenpersonal. So. Das Bienenpersonal sehen wir mich, Eddie. Und ihr? Ich darf euch nicht sagen, das Wesen der Jungen. Ja, aber das geniert mich aber. Ich kann die Erbe aber nicht machen. So, ich gehe jetzt essen, aber ich komme später wieder. Jo, bis später. Edith. Oh, Michel, war da schon wieder etwas von? Oh, ja. Ein Buch. Was doch ein Buch? Romeo und Juliette. Ich hätte keine Lunch-Apples-Fände. Das ist schon so eine schöne Liebesgeschichte. Ich lebe mit der Liebesgeschichte. Das hängt ja nur an Ulrich. Wir kümmern doch nicht in eure Sachen. Mein Privatleben gebe ich gar nicht an. Entschuldigung. Ich kann sogar nicht, ich will dir mehr. Ach, hat der Michel wieder etwas selbst gefunden? Ja, ein Buch. Das ist etwa die perfekte Anarchiste. Romeo und Juliette. Oh, ich hätte nicht gemerkt, dass der so viel gute Nase hat. Aber ich hätte gar nicht gemerkt, dass er ein Herz hat. Ich könnte nur immer bringen, was ich finde. Ja, wie Christkindchen die Geschenke an, jetzt. Du, weißt du, bist du etwas mehr? So viel wie ich weiß? Nicht. Nicht. Aber weißt du was? Regle dein Problem mit Michel, der soll das Ding zuschlägen, und dann komme ich wieder, wenn du fertig bist, erstmal an die Erbe geht. Jo. Ich habe ein Formular für den Berufserwesigungsgeld. Und vergessen nicht, wie er schrieben. Kein Problem. Aber ich kann nicht losen, alles für sich finden. Wenn ihr etwas verloren habt, wäre er euch froh, dass jemand jetzt bringt. Dass wir wieder. Jo, sicher. Ja. Aber nur Romeo und Juliette. Das Ende ist schon so traurig. So traurig. Ich verspreche euch, wenn ich etwas sonst fände, aber zukünftig fände, es euch besser fällt. Schon mir egal. Sicher doch nicht kann ich. Ich mach's doch in die Schublade. Bis jemand verlangt. Ja, das ist ja nur von mir Plaisir zu machen. Nur Geschenke, die mich kosten, weil ihr sie gefunden habt, zu sehen und nicht für mich. Ja, das sind falsche Geschenke. Ich will. Aber was ist ihr mir solche Geschenke machen? Alarm? Monsieur? Kommissar Schnauzer? So. Da hast du mein Dossier und da hast du alles. Und ich gehe jetzt an. Eddie! Michel! Eddie!
der da, der konnte mich nicht verwutzen. Der muss ich mal ein bisschen aufpassen. Mit den ganzen Anarchisten da, da weiß man nie. Ist vielleicht die Madame Joël vielleicht da? Oder Mademoiselle Lili? Ja, Mademoiselle Lili, ich rufe die Mademoiselle Lili. Sie ist in sein Büro und telefoniert mit der Madame Joël. Kommissar, wissen ja vielleicht etwas Neues von Monsieur von Nidwiller? Da steht ich gefroren. Gibt's etwas Neues? Und was stellen wir meine Frauen? Von mir etwas verstecken vielleicht? Nicht verungut, na, nicht Neues, na, na. Hallo, Mademoiselle Lili, der Kommissar Schnauzer ist da, ja. Mademoiselle Lili, kommt gerade, Monsieur Schnauzer. Merci, war das nicht. Ah, Herr Kommissar, was ist Neues? Doch, denn ich davon. Hallo, Marie, Madame Joël. Was ist das? Sei so nett, wir telefonieren hier dran. Der Kommissar Schnauzer hat bestimmt etwas persönlich mir zu sagen. Oh, richtig. Dann komm ich nachher wieder. Okay. Gewöhnlich erzählen die Leute mir etwas. Ich habe nichts zu sagen, ich habe mich nicht verbucht. Also, gibt's etwas Neues? Nicht, was unser Meer anbelangt. Mhm. Ich schwöre, das kennt dich. Das weiß vielleicht etwas mehr. Aha. Gut so. Ich habe ja gut gemacht, dass ich zurückgekommen bin. Da ist ja der Kommissar Schnauzer persönlich. Oh, da habe ich ja mich gut. Mademoiselle Lili, was mich dann der Vorwärtstippen da? Hat mir denn Bescheid gesagt? Aber jetzt sag ich's da. Vorwärtstippen? Wenn ihr Vorwärtstippen sind, dann lasse ich euch nicht raten, was ihr sind, Herr Schnauzer. Dann sind wir noch gefrecht, obendrauf noch. Oh, ich habe nicht angefangen. Da bin ich ja selber schuld dran. Sowieso, Kommissar. Ihr habt mir das nicht gesagt, dass ich und meine Kumpel den Merse treffe, wollen wir nicht gesehen. Aha, ihr habt nicht gesagt, aber ihr habt doch so viel gesagt. Ich habe euch nicht zurück hier. Oh, wie höflich. Ihr habt mich nicht zurück, aber wir haben nicht die Rücksicht. Verschwinde mal die Iwaschau, ich hab's gelehrt, Ido. Hallo! Weiß mal wirklich. Ich weiß, dass du jetzt die Erde machst. Aber mach nicht alles durch. Ich komm ein bisschen später, dann sehe ich dir alles. Weil der Kommissar Schnauzer, der große Probleme zu lösen. Und das mich nervös. Ach, nervös? Blöd und ungeschickt ist er. Immer, sogar wenn er normal ist. So, jetzt los mir. Ich gehe jetzt auf viel Glück mit dem King Kong. Du hast recht. Du hast recht. Eddie, bis später. Eddie. Oh, je. Und? Was sagen Sie, Kommissar? Da steht ich befroren. Wissen Sie etwas mehr wie früher? Nein, ich weiß gar nicht und ich freue mich nicht. Ja. Wen haben wir hier denn am letzten Mal gesehen? Am Samstag im Halber E. Da waren wir zusammen auf der Mairie. Dann bin ich nach Russland. Da hat er gesagt, er muss telefonieren gehen. Dann ist er wieder hingegangen. Und ich bin heim. Und er hat die Marie so gemacht. Ja. Dann sind wir die letzte Person, die er lebendig gesehen hat. Lebendig? Aber sie ist ja tot. Das sagt ihr. Das sagt ihr, nicht ich. Und von was sagt ihr, ist er tot ist? Ihr sagt mal nicht alles von Marcel Lili.
Mais ich weiß doch nicht. Und wenn Heilung schnell, ist die Freundin, die Freundin am letzten gesehen. Nein, ist nicht Heilung. Und verwurzelt der Dutzend. Ihr sagt mir nicht alles, Mademoiselle Lili. Ihr könnt mir jetzt den Rest euch noch sagen. Mein Enquete geht vor sich. Ich und Sie sagen nur. Mich fällt doch nicht. Ihr könnt mir alles zugeben. Ich habe schon andere Ihnen gesprochen, wenn ja wieder. Hey, will ich doch gar nicht. Herr Kommissar. Was denn noch? Kann ich euch nicht erlaubt, da in den Büro zu kommen? Oje. Aber ich weiß doch nicht, ich weiß nicht, da bin ich mich verrückt. Oje, ihr bin doch da im Endpunktsaal. Was will ich denn da machen? Ha, im Endpunktsaal? Das geht, da ist der Gemeindehaus da. Das gehört jeder, sogar mir. Herr Kommissar, das ist etwas Neues. Die Madame von Nidwila hat mich angerufen. Die hat eine Mail gekriegt auf ihr Ordinateur. Oh, ich kriege jeden Tag eine Mail auf meinen Ordinateur. Ja, aber der da ist spezial. Ja, der da verlangt Lösegeld für die Kidnapping von Monsieur von Nidwila. So hat man ihn geschickt und ich habe ihn gedruckt. Die Kidnapping, Lösegeld. Oh, Bruder, was bin ich davon? Ich lese. Liebe Litva Nidwila, das sieht der Abrechnung ist da. Der, wo schon 5 Jahre übers Dorf geherrscht hat, muss bezahlen. Von der Schwindfräse drehen, muss ihr 2 Millionen Euro sammeln. Die muss in der nächsten Nacht im Drehjahr an der Abribus im innersten Dorf hingelegt werden. Dann lassen wir eine frei in ein Stück. Wenn nicht, verschneiden wir eine und schicken mit der Busch. Innerschrift FLAN. Front de Libération Anarchiste de Nidwila. Was ist denn das für ein Blödsinn da? Nein, das Geld, das hätte mir niemals. Ha? Überhaupt, die paar Millionen, wo verschwunden sind durch die Überwiesung da. Wieso? Was ist denn das für Geschichte mit dem Geld da noch? Ganz. Der eine Mann ist nicht da. Ich rufe nur mal an und erkläre das alles. Aha, ja. Ihr beruhige mich. Ja, weil ich weiß, der Budget von Nidwila, der ist schon nicht so prima, aber noch so etwas da. Ich erkläre ruhig jetzt. Ich kenne mich mal etwas, was fehlt. Das ist wie jemanden, die Überwiesung gemacht hat, ins Liechtenstein, bemehren sie unerschöpflich. Und weil nur 3 Personen das können machen, ist das unmöglich. Aha. Na, ja. Verstanden. Sei mal wieder ernst. Das FLAN-Ding da, das Anarchiste-Ding da, haben die immer schon ewig bedroht? Du fühlst dich welche nah. Und du? Ich habe schon gar nicht gewusst, dass das geht. Die ganze Firma vom FLAN da, die ist mal schwarten. Und da, im innersten Dorf da, ist da etwas Spezielles da. Dort sind doch keine Banditen. Na, da im innersten Dorf, da ist das neue Lottismann. Dort war doch Simon. Das ist schon mal in der Verbindung. Wein? Ist das ein Zufall? Was hat denn das gewidmet? Ja, aber das hat sie Sus von ihrer Mama geerbt. Und sie ist vor ein paar Wochen eingezogen. Und jetzt hat Sudel
Mais sinon, pas. T'as Jean-Luc. T'as Jean-Luc? Den kenne ich. Das ist ein braver Mann. Ein pensionierter Adjutant. Und sieht das denn nicht so gut? Was geht denn? Einer muss im Garten, da ist ein Pärchenbäum. Und ein Ost hängt über den Simons im Garten. Jetzt nicht der Balaber, für fünf Pärchen, wo es vielleicht kennt, brechen. Jo, doch nicht übertrieben, du hast, ne? Ich bin ruhig für fünf Pärchen. Was seht ihr? Das stimmt aus Niedwiller, niemand kennt es und das wird der arme Pensionär da drüben. Der arme Mann, die Polizei, die wird sich schon da drüben bekümmern. So hantieren die Banditen vom Effeler Endo. Den will ich mal da verheeren. Aber da bin ich doch in der Mairie, nicht da in der Mairie, ne? Da bin ich ja, das Gemeindehus, das gehört jeder und sogar mir. Da war ich mein Hauptquartier. Oh. Und euch, wie soll ich an ihm euch? Weil man weiß nie, was euch gefällt bin in der Sicht. Mein Kommissar, ich bin ja Spinne. Was? Widerstand gegen das Gesetz? Ihr versteht euch mal voll die Meinung. Aber das da ist aber doch starker Tumor. So, Hanfer. Ihr bestelle mir das Simon daher. In der Stunde und der Michel euch und ich gehe zu der Witwoi. Der Witwoi? Was für Witwoi? Aber du Madame von Nidwila, sieh dir mit die dumme Schwätzerei, heute Rusko-Flop vorher, der Simon vielleicht tot ist. Wo ich ja gar nicht gesagt, ja oder der. Wollt ich nicht. Wenn man Dreck am Stecken hat, hält man sie. Aber mein. Mensch, ist der blöd. Noch blöder, wie ich gemeint habe. Der ist blöder, wie blöd. Der wird so alle einsperren. Ihn soll man einsperren, das Spiel. Ja, ja. Oh, Jesus Maria. Oh, na, das doch geht aber nicht. Nein. Ich gehe das Lösegeld zusammenkriegen. Aber wo? Aber kleben hier das alles? Von der Anarchisten doch? Alles das, was er passiert. Nein. Wenn es richtige politische Anarchisten wäre, hätten sie nicht nur Geld verloren. Aber welche was? Mal uns den Kommissar machen, die Polizei machen, der ist schon mehr schlauer, wie ihr seht, auf Amente mal so. Amente ist schlauer, aber blöd wie Nadisch. Aber dann gehen wir. Dann kann ich gucken, dass ich das Geld zusammenkriege. Ich muss anrufen. Hallo? Simon, da ist Marie-Bart von der Mairie. Könnt ihr mir bis eine Stunde vorbeikommen? Na, es hat nicht mit Jean-Luc im Bergebäum zu tun, ne? Ich werde euch schon erklären, ja? Merci, bis nachher. Hallo? Schellt er, das ist niemand da. Mit Michel ist niemand daheim. Jetzt haben wir den euch noch verloren, der immer alles findet. Wenn man von Wolf schwätzt. Nicht. Ich habe mich da eben angerufen. Ah, und von was? Ich klebe nicht an Gedankenübertragung. Ja, aber doch. Und dann liegt schon wieder etwas von. So? Nur mal, fällt das so ewig? Oh, man hat einen Trottel davon. Das klebe ich aber nicht. Ja, aber vom Blumengeschäft. Sag mal, Michel, ja. Ich konnte dich doch duzen, gell? Oh ja. Hättest du mich verdummt? Ich hab den Spiel entdeckt. Was war Spiel? Du bist ein falscher Hund. Wieso? Wie näher abstimme ich da in ein Restaurant? Da bin ich ganz überrascht. Gut Abend vielleicht? Nein, gut Abend geht's nicht. Ich muss früh aufstehen. Besser gesagt, guten Abend muss ich aufstehen. Oder nur Abend.
Ja, morgen geht's. Ich bring dich zum Susan ins Restaurant. Zum Susan? Oh, willst du dich aber ruinieren? Kein Problem, ich hol dich ab. Ich war nicht ruhig in Minaste Dorf. Ah, du ruhig? Ja, da war ich ruhig. Weil Simon und Jordi sind noch darin. Das waren euch nur. Was ist los? Simon? Ja, das waren am Anfang von der Straße. Aber ich fand ganz am Ende noch ein Kehr. Das gesehen ich manchmal, aber nicht so oft. In dem 8 Uhr? 8 Uhr, ja, ich komm dich abholen. Kein Problem. Weißt du, wo ich warne? Oh ja, ich weiß, wo du warst. Noch eine Frau. Weißt du, Michel, ich bin doch ein bisschen geniert, wenn ich gesehen, alles, was du auskennst, habe ich so entzückend. Alles, was du gefunden hast für mich. Und jetzt noch das Restaurant mit 4 Sternen. Ich hab schon nicht gewusst, dass du so richtig bist. Ken, guck mal. Ich hol dich ab morgen 8. Bist du so großer Einkomme? Lächelte. Hab ich viel Einkommens gehabt. Aber, psch, nicht sagen, bis morgen so. Weil, weißt du, Minkfiller ist ein ganz Kindesnest. Kennt du es hören? Nicht sagen. So. Muss ich dann die Blume losen? Ja, die hol ich bitte ein. Bis bald. Jo. Ihr kommen gut. Ich? Aber was? Dachte ich gefroren. Arriba, gehen ihr mal da raus. Da raus? Ich schaffe ihr da. Ich euch. Und wenn man fängt, verdächtig ist, da hält man den Schiss. Verstanden? Oh, verdächtig? Das ist ja was starker Turok. Ja, und für was? Das will ich doch nicht, aber das werde ich schon kennen. Ich bin von der Polizei. Ihr könnt besser als Unschuld besuchen. Was meinen wir da? Ich gehe. Aber da ist doch der Empfangszahl. Wenn jemand kommt, was macht ihr dann da noch? Wenn jemand kommt, dann wird er verheert. Gut sind sie alle hier verdächtig. Und wenn ich fertig bin, dann schicke ich euch nicht. Oder ich werfe einen Ruf. Kann ich gehen? Ja, geh nur. Okay. So, ein Ausweg jetzt. Ja. Wo haben wir die Leiche versteckt? Die was? Spiele nicht die Fiene. Ich weiß schon alles oder mal alles. Euer Kompliz, der hat mir schon alles hier gesagt. Ja, es fehlen mir nur noch ein paar Wenigkeiten. Dann frage ich wieder, wo ist die Leiche? Von was für Leiche schwätzen wir? Ha! Was für Leiche? Ah, nur sind noch Meter! Ha. Immer besser! Ein Serial Killer! Ja, Oliver, gut, ist gut, mein Kumpel. Ha. Ich höre nur niemand im Rat. Ich will ihr spinnen. Was? Ihr sagen die Anarchisten, ihr sagen zu mir, es wäre mehr Leiche da und ihr habt niemand im Rat. Wer hat sie dort im Rat? Den Kumpel vom FLAN oder den zwei Komplizen von der Mairie, das Maribar und Sili? Ja, und? Ich verstehe gar nicht, von was wir schwätzen. Was ist das, der FLAN? Und was hat das Maribar und das Sili damit zu tun? Geh mal dann lieber zu Maribar, in unser Büro da hinten. Da schwätze mir später davon. Ali, hopp! Zu Maribar? Ja, Ali, hopp! Daniel, was bist denn du da? Auf wen spionierst du mich da? Oh, pardon? Ich hab da doch, wir haben doch zusammen geschwätzt, hä? Du, die sind, dass die Mann verschwunden ist oder sogar ermordet worden ist. Bist du verdächtig? Ich hab dir gesagt, du sollst daheim bleiben. Und zufällig erwischt, wenn ich dich da mit den ganzen Verdächtigen da. Ich? Verdächtig? Oh, aber ganz genau, mein Levi, die Mann. Der ist näher bis Russland, hat das Geld von der ganzen Familie verbunden da und dann hast du ein bisschen durchgedreht. Das kann ich schon gut verstehen, gell? Aber weißt du, wie der gute Avocat,
dann kriegst du vielleicht 7 oder 8 Jahre Kitching. Wenn du dich gut checkst, in 5 Jahren bist du Bus. Schade. Also, ich verstehe dich jetzt überhaupt nicht. Ich bin doch nur gekommen, weil der das Telefon zurückbringen. Ah, dann hast du noch nie Handy. Du mit mir vergessen. Dann hast du noch nie Handy geklaut. Geh mal deine Sofa zurück. Wenn du es nicht wärst, dann krieg ich dich anzeigen. Aber weil wir uns gut kennen, da schwätze man nicht mehr davon. Du bist schon genug verdächtig. Was soll ich denn machen mit 2 Telefonen? Sag mal. Pass auf, Madame von Nitwiller. Ich kann nicht telefonieren mit 2. Pass auf, Madame von Nitwiller. Oh, doch. Der Frechheit mit dem Gesetzvertreter, das gibt er dir kosten. Doch. Ich hol dann die Telefon. Ich geh jetzt heim. Kind, nicht die Frau. Du bist da und du bleibst da. Du gehst dann eben zum Maribach, da nie in sein Büro. Und ich und der mit unseren Verdächtigen zusammen. Verdächtig? Ich akzeptiere halt, was du da siehst. Ich habe keine andere Wahl. Ja. Was du siehst und was du nicht. Ja, ich und der mit unseren Verdächtigen zusammen. Ja. Aber noch nicht. Mhm. Ja? Noch. Man bin immer mehr in den kleinen Büro da, könnte man nicht in den großen Saal gehen. Gute Idee. Ich komme noch und verschwinde dich und erbe. Kommissar Schnauzer! Ich verwende es ja, du müsst ja von nicht wieder noch gar nicht wundern. Und nicht wetten, Marie-André, es ist nur nicht von an. Weil wenn ihr wetten, es ist nur nicht von an, dass wir täschen, ihr wisst, was passiert ist. Ha? Ja, wir haben ja gut Überloch, wenn der Meier verschwunden ist. Noch muss wieder gewählt werden. Und noch fänden ihr euch auf auf der Meri wieder. Wenn ihr sich nicht daran gedenkt, dann da bin ich aber sehr naiv, Marie-André. Was ist denn da los? Und was geht's denn? Ja, was ist denn da los? Was dann noch? Hallo? Ja? Was? Ihr willet einen Passbauch? Will ihr in unser Land fichten? Habt ihr das Gewissen nicht zu? Gehen wir mal über Namen. Ja, und über Adresse. Ja. Ja, machen Sie mich nicht los. Ich werde mich in euch bekümmern. Ja. Ah. Okay. So, und ihr geht noch nie mal in den großen Saal. Da schwätzt ihr mir später davon. Alle hopp, muss doch. Da, Mensch, muss. Das geht aber nicht. Hey, was ist da mehr weg? Ich kenne das. Muss doch aber nicht da. Herr Kommissär, ich habe ihn gerade begrüßt. Ah, da ist der Liebe schon. Bonjour, wie geht's denn? Oh, stellen wir mal die Schammern frei davor. Ist das vielleicht euer Meidel? Um Gottes Willen nicht. Das ist schon meine Nachbarin. Ja, ich bin der Nachbarin. Wir kommen von dem Problem zu lösen. Ich denke ja schon, du hilfst damit. Aha. Das sind ihr, wo im innersten Dorf da waren, nicht fit vom Abribus? Ja, das bin ich, und verboss. Fand ich. Monsieur Jean-Luc, was hat denn die Verdächtige da eigentlich gemacht? Verdächtig? Wenn ich doch verdächtig. Oh ja, lass uns Jean-Luc schätzen. Das hat meine Pech geklaut. Pech nur, Pech. So soll ich zahlen und fertig. Nur das? Nee, das ist nicht das. Das ist nicht von der Prinz von der Pech, wo ich mich so aufrege, Herr Kommissär. Das ist von der Prinzip, die Freude. Das ist ein Grauasch. Ein so künftiger Kriminell. Die sahen durch mich. Ich habe alles gefilmt. Schau mal, wie es gemacht hat. Oh
Da sieht man ganz genau ein Persch, wo ganz allein vom Perschebäum fällt. Ganz allein, ganz allein. Guck nur mal, ein Minute früher ist das Luder da, ein paar Mal hin und her geholt. Guck nur mal, verbrennt es eine Woche. Ich sage noch, Herr Kommissär, die Freundin, die ist gefährlich. Und qui vaut la neuf? Vaut la neuf? Tja, der Problem ist, man sieht nicht jeden Tag einen Ost von einem Perschebäum, wo über dem Moor hängt. Ja, aber da muss man doch etwas machen. Das tut man doch nicht so lohnen. Tja, ihr Horret, sowieso will ich mal hören, was die Jungfrau da so sagen hat über die Affäre von Monsieur von Nietwiller. Alle auf, gehen wir mal daneben in den Zimmer. Der Monsieur von Nietwiller, den kenne ich gar nicht. Wesen ihr das, Herr Kommissär? Jetzt hat er mir Sway. Weißt du was? Ich habe jetzt hatte Respekt vor dir gehabt. Jetzt hat er Schluss. Das Recht ist auf mich. Und wenn die Päschen auf den Boden fällen, dann hebe ich sie auf. Dann kommst du dich auf den Kopf stellen und dann kenne ich dich nicht. Voilà. Aber bis jetzt hat er nicht den noch nicht geglaubt. Hast du mich gut verstanden? Ja, ja. Mensch, vielleicht schon auch mit dir? Was dann noch schon wieder? Oh! Hallo! Ja! Was will ihr? Konzession und Kiew? Von ihr jemand im Rat? Kennen wir mal euren Namen doch? Und eure Adresse, ja, ja? Ich werde schon in mich bekümmern. Morgen ich nicht aus. Ja, 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 ja. Herr Engel, ihr seid die einzige Person da in dem Dorf, da, wo ich konnte verdrüben. Können ihr mal vielleicht einen Gefallen tun? Aber sicher, Herr Kommissar. Ich mag was nie mehr verlangen. Aha, ganz einfach. Ihr blieben da im Empfangssaal, geben Antwort am Telefon, vielleicht so wenig Stunden, bis ich fertig schon mit die ganze Verdächtigen hier und da. Oh, Herr Kommissar, das mag ich ja ganz gern. Ein Soldat gibt ein Soldat, wenn er pensioniert ist. Das kann ich von euch nicht erwarten. Ich denke gerade dran, man könnte ja vielleicht mal an einem Abend in ein Restaurant gehen essen. Schon lange will ich euch ein bisschen besser kennenlernen. Hey! Oh, ich habe mich vergessen. Na, mach gar nicht. Du hältst dich nicht, du gehst da hin in den Kopf und siehst nicht kommen. Ja, wusst doch. Aber merci, Herr Kommissär. Wusst doch. Oh. Ja, Herr Kommissär, die Einladung ins Restaurant, die ehrt mich schon sehr. Aber jetzt, ich konnte nicht kommen. Ich muss ja was morgen ganz früh aufstehen. Dann möchte ich uns auch früh ins Bett gehen. Und ich muss noch meinen Koffer packen. Aha, geht er in Ferien vielleicht? Oh, wenn man pensioniert ist, ist man das ganze Jahr in Ferien. Hey, ja, aber nicht, gell? Boah, also, ich verdiene, gell? Ja, ja. Und wo geht er hin, wenn man da fahren, ne? Weil auf, ganz weit. Ja, 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 ja. Ja, okay. Man muss profitieren, ja, ja. So, ich gehe jetzt mich ganz bald in der Hände verheeren. Ne? So, bis später, mein Freund. Ne? Ich gehe da hin. Gut so. So, bin ich das jetzt. Sagen mal, ich bin euch nicht beleidigt, aber ihr bin nicht so nett, wie Maribau hat die Litze empfohlen. Ich brauche noch niemand Gefehle, ich. Immer noch so elegant. Ich will nicht vorwitzig sein, aber von was suchen an mir da, Maribau? Sie bleibt langte Militärpension, nicht mehr? Verhoi, ich mach das nicht fürs Geld.
Ich mach das, wenn der Kommissar Schnauzer so alt einen verheert. Wenn er sieht, da empfange ich den Lied. Ich mach das fürs Vaterland. Fürs Vaterland? No, den Pip, wo geht denn das vor? Sagen wir doch, ich möchte euch gerne ein bisschen. Da hinten, im großen Saal. Aber passen auf, der Kommissar Schnauzer, der ist auf Touren. Der hat schon 6 Verdächtige. Oh, da kippst du mir auf einen an. Ja, auf was bin ich verdächtig? Weil wenn der Entführung, ich weiß nicht, er könnte mich auch fragen. Dann ja, bin ich ja nicht verdächtig. Verdächtig ich? Ja, aber was soll ich doch verdächtig bin? Da denken wir, ich bin euch verdächtig. Geht doch hin, Nuss, ihr werdet schon gesehen. Ja, Horet, Monsieur Jean, ich gehe jetzt und ich werde am Kommissar Schnauzer ein paar Wörter sagen über euch. Oh, der Pohn doch nicht so störe, versohne bisschen. Er hat ja schon verdächtig genug und ist schon genug aufgeregt. Ich gehe jetzt. Bis später, Verdächtiger Nummer 7. Fettluch! Was hab ich da gehört? Dreckluch? Wie muss der sein? Wer war da gut empfangen, Jean-Luc? Oh, Joël. Ja? Das habe ich ja nicht für dich so gemeint. Aber. Du musst mich entschuldigen. Das ist für die Journalistin da. Die reg mich auf. Mhm. Und die mit der Nase überall der Rechtecke. Sie schwor. Die Mädchen, die Männer gerade, die können sich alles erlauben. Ich kann sie euch nicht so gut verputzen. Gell? Aber man muss halt mitmachen, gell? Mein Jean-Luc, was machst schon du eigentlich da auf dem Marie-Barbe-Sie-Platz? Was mache ich es dann? Marie-Barbe, das ist der Henne, dem Kommissar Schnauzer. Bitte ganze Verdächtigen. Ich meine, der will sie gar nicht mehr schnellen. Was? All die ganzen Verdächtigen? Ja, ja. Jesus Gott im Himmel. Da, der hat schon einen Haufen Verdächtigen dort. Ja. Dort hat er schon den Madame von Niedwiller. Da hat er Smitty in der Spur. Das Marie Bart. Simon, die Nachbarin. Richtig lauer, ich mit der gesagt habe. Ja, ja. Und noch der Michel, der blöde Anarchist von Wienerscher Dorf. Und noch das Marie-André, der Meer von Frier. Da wäre er doch bestimmt einer drin erfennen. Also ehrlich gesagt, ich bin von der Socke. Ne? Mir platzt die Schuhe. Das hätte ich niemals gewählt von denen. Dann hätte ich euch den Himmel gern. Alle, hopp! Alles da rein! Siehst du noch nicht, ob es gehört? Alle, alles da rein! Hey, mächtig! Mich beschuldigen, wo ich deine Panikel an der Neckschwabe in den Schlehen! Oh, Charles, du bist gruselig, ich werde dir das nie vergessen! Auf alle Fall! Ich lass mich nicht machen und der Mütter von Nietzsche, da kenne ich gar nicht. Aber ich gehe gucken, dass der Perge fehlt. Wegen der Revolution! Auf Gelingsaft! Wenn du nicht was in der Zeitung lesen, wie das da vorgeht in dem Dorf, und dann wären wir ins Bettschalon versetzt. Ruhe da drin! Ihr hättet besser mitgeholfen, anstatt da so zu schaffen da. Ha? Was meinen wir hier da? Russ, heim mit euch nicht! Ihr werdet später aufs Kommissariat bestellt. Alle hopp, alles da Russ! Fortsprochen! Ja, Russ da! Wir haben auch Sinn im Kommissariat. Nee, Charles, das geht doch nicht. Du kannst ja nicht das ganze Dorf da hinsperren. Hier mal, Joël, da kommandiere ich. Ich weiß, was ich zu machen habe. Gut, und jetzt
Jetzt ging ich Lösegeld präparieren mit der Schwarzkasse von der Präfektur. Ganz genau. Und die Naht kann ich hier vollstellen und dann werden wir mal schon gesehen. Die Bandite vom FLN, die werden mich kennenlernen. Ede oder Gier? Ja, ich will nicht gehen, oh ich. Hier zu tun. Ede, mein lieb Joel. Ja, schau, ich bin nur sauber, dann beim Kaffee spielen, gell? Lieb nicht, Joel. Ich gehe auch kurz von ein paar da. Oh, aber Ede dann, ne? Ich bin von der Suppe wie der Kommissar Schnauzer, die Olga will einsperren. Und, weißt du was noch? Ja. Der Jean-Luc hat auch fort gerne Ferien. Ja. Und mit auch nicht posieren, das ist doch nicht normal, der spinnt der Kerl. Ganz genau. Nein, nein, das spinnt nicht. Aber der Kommissar Schnauzer, der soll sich schamen. Mein lieber Mann, das sind doch keine Banditen. Ruhig, ruhig. Ich kenne ja den Kommissar Schnauzer. Der ist ein bisschen Angeber, aber es ist doch ein guter Mann. Hey, muss nicht vergessen, der hat seinen Hudel die Naht. Der muss ja die Entführer da schnuppen. Dann weiß man nur schon ein bisschen weh. Mein lieber Mann, haben wir nicht auch gut gehabt. Oh, yeah. Ich bin das Laufer, gut, man geht die Marie jetzt so machen, haben genug geschafft. Morgen alle Dach, dann geht es uns euch wieder auf. Ganz genau. Aber mir langt euch. Ich habe genug gelehrt, war gut. Ich kenne euch gut. Ja, ich bin einverstanden mit euch. Doch steh ich gefroren. Aber Charles, ich bin doch immer so froh, wenn ich dich gesehen. Aber beruhig dich doch. Das Maribar hat doch gar nicht gewusst, dass du da bist. Gerd Rufini hat das sicher aufgemacht, ohne es erst gewusst hat. Niemand hat gewusst, dass ich da bin. Stell dir mal vor, sind der Hund nach und ich kein Büro mehr. Da bin ich da hergekommen. Was hast du nicht mit? Du hast kein Büro mehr. Was meinst du da damit? Ganz einfach. Nein, ist der Kommissarier abgebrennt. Ja, Jesus Gott im Himmel, du hast aber doch keinen Blick. Was ist denn da passiert, dass du das passiert? Ja, weißt du was? Du bist doch doch hochgemacht, doch hergekommen. Aber bloß, Charles. Noch etwas, wo ich da muss sagen, du hättest mich doch müsste informieren. Das ist schon wie ein Innenbruch. Ich könnte dich so anzeigen. Ich mache ja nur Spaß. Joel, Moment, Maribar. Ich bin doch jetzt gespannt, weil Sie wissen, wie es dir nahe passiert ist mit dem Kommissar Schnauzer, wie er den Entführer da geschnappt hat. Ich bin sicher aber groß als ich wie immer. Ich muss mit der Rede. Passieren ist doch etwas. Du stiepelst mich um ein, Joel. Und sag nicht denkstell. Du stiepelst mich. Pass auf, ich konnte dich kein denken, dass du noch etwas zu verstecken hast. Oh, schade, was ist da los? Ich will dich doch gar nicht beleidigen. Graz gehe denn. Dann freu mich nicht, was da passiert ist. Gut so. Ich freu dich nicht, was passiert ist. Ich sehe dich nicht am Moment. Aber weißt du, Charles, du kannst mal doch etwas Kleines sagen, wenn du willst. Weißt du, es wird mich doch interessieren, was da eigentlich passiert ist, die Nacht. Joel, Heimol, ich muss da etwas sagen. Kommissar, wird mir doch erzählen, wie es passiert ist, die Nacht, mit den Entführern. Das Wesen hat doch nachher doch immer auf mich da so rufen. Ja, aber Joel, Heimol. Siehst du? So, jetzt ist er fort, jetzt ist er strickig. Voilà, du hast mich beleidigt. Ja, ich soll es hart mit ihm sehen.
Nur denn alles, was der gesagt hat, geschafft. Ich darf den Ernst schon. Jo, jetzt wird's peinlich, Maribor. Jetzt hör auf. Jetzt sagen wir mal endlich, was wir da so wichtig will sagen. Eben, ich will da sagen, dass. Sam Joel? Lili, was ist denn los? Wie siehst denn du aus? Sag bloß, du hast im Lotto gefunden. Das kennen wir ja so gefährlich, aber na. Es ist etwas passiert, etwas Schlimmes, sehr, sehr schlimm. Das, ich habe mir gerade gedacht, dass der etwas schief gekommen ist. Ja, katastrophal. Ja, jetzt muss ich den gerade übertrieben, er hat sich doch nicht vergewaltigt. Hä? Was muss ich sagen? Der Charles, der Kommissar Schnauzer, der hat sich doch nicht vergewaltigt. Das handelt sich nicht in den Bildern. Aber jetzt kommt aber Frau Klein. Joel, ich habe nicht gehört, wie du von mir geschwätzt hast. Und da bin ich noch ein bisschen näher vom Verbesserseherren. Und da habe ich noch die dummen Tautschler gehört, wenn ich ein blöder Hund bin. Na, schau, das ist nicht so. Das hast du nicht richtig verstanden. Das hat das gar nicht so gemeint. Martin Gehlte, das hat gesagt, dass... Das was? Das nähert die Intelligenz. Das ist nicht ganz blöd von dir. Ist das so, Mariba? Ja, das ist so. Ich habe das so nicht so empfunden, wie ihr konntet sehen. Ja, das lege ich um. Aber sagen wir mal nicht so. Ich geh schaffen. Warte doch eine Minute. Du hast mir doch nicht versehen, wie ich die Nachbarschaft geschickt habe. Führer, wir sagen doch etwas. Joel, Heinold, ich muss da unbedingt noch etwas sagen. Moment, Maribor. Lass mal jetzt Lili zum Wort kommen. Das sollte man mal sagen, was man so wichtig da versehen hat. Aber ich kann da sagen, die Überwiesung, das ist normal. Das ist kein schlimmer Regen. Was meinst du da? Was ich da gesagt habe, das ist kein schlimmer Regen. Oh, ja, das ist ja noch gar nicht was gelochen. Das ist ja noch gar nicht. Ja, das ist ja noch gar nicht was gelochen. Was ist ja das für Geschichte? Also? Aber die Überwiesung, die ist normal gemacht worden. Ja. Und voilà. Ja, man steht, dass das vielleicht geht zum Perzeptor, die ganze Affäre. Der wird schon tun von den Fehlern, die sie gemacht haben, Mensch. Nicht? Sagen Sie, dass ich keine Fehler, dass ich mich hinter rein. Herr Joel, ich muss da doch etwas sagen. Ne? Dass der Kommissar Schnauzer kein Idiot ist. Ja. Ah, jo, der Kommissar Schnauzer ist kein Idiot. Bloß, weil der durchgeht, meine Klage entnehmen, gell? Aber jetzt haben wir wieder von mir geschwätzt, doch. Und ich habe das Wort Idiot gehört. Und ganz klar. Na, schau, das war schon wieder nicht so gewählt. Ich habe gesagt, der Kommissar Schnauzer, du kennst idiotisch. Bloß ich habe gesagt, man könnte doch vielleicht eine Klage entlegen. Ja? Das ist ja ihm erst wegen. Ganz genau. Und für was denn ihr euch klagen? Weil ich euch belästigt habe vielleicht? Das können wir vergessen. Gar nicht. Und das ist viel wichtiger, wie was du da über Nacht betrieben hast. Und hast gemerkt, dass man über den Naht noch immer noch nicht gesagt hat. Kunstler ist davon schwätzen wieder mit Bidowitsch, ich höre euch dazu. Jo. Ja, und doch? Jedi, du bist schon Spezialist. Jo, Spezialist. Ganz einfach, der Kommissar. Ich kenne euch nur sagen. Die Perception, die hat man gut verstanden, dass es kein Fehler ist, wie ich früher gesagt habe. Die 10 Millionen, die bin im Fließgestand überwiesen. Finde ich schon das wirklich, das Geld von der Gemeinschaft dauert. Ja, ich weiß ja euch nicht, wie das gemacht habe. Ich habe gesagt, dass jemand, wo mehr die Innerschrift gemacht, genau gemacht hat. Und auf der Perception, die hat nicht gemerkt? Nee, es hat alles klar. Klar wie Wasser. Aha. Ja. Wer weiß denn noch, wie man so Überwiesungen da gut machen? Joel und ich. Gut so.
Da müssen wir von Nidwiller. Der hat ja das dicke Kontrollen. Der ist schon ein Viertort. Dann bleiben nur zwei Verdächtige recht. Ihr zwei, komm mal mit in die Büro dahin. Nee, was ist alle, los? Ich werde immer mehr schlimmer. In mein das Büro, ihr zwei da. Ich hätte besser mit Ulgern. Wenn du eine hast, mein zehnter Abend ist Katastrophe auf Katastrophe. Maribau, der Kommissar ist abgebrannt in der Art. Psst, nicht so hart. Der Kommissar der hat sein Büro da installiert. Du kannst schwätzen, wenn du die Neuigkeit. Perfekt, ich habe alles gehört da. Ich habe mich verwitzt, Marie-André. Ich bin gefangen. Da warte ich schon lange drauf. Und Pfeffer verwitzt. Und für was? Ich komme mich doch nicht frei, weil der Kommissar hier abgebrennt ist. Und sowieso, ich konnte euch nicht anfangen, sie hielen, weil was ihr angestellt habt, den hat. Und ich behalte mich, dass sie feiern und mich soll. Das ist ein bisschen stark, Kartoffel, Karten. Ich mach nicht den Starken. Ich bin stark. Ich hab die Schuldige von Witten. Ja, ja. Und der Brand vom Kommissariat, der ist kriminell, aber das weiß ich ja. Was? Kriminell? Ja, ja, und wenn ich euch nicht so viel auf Raum gesehen, da konnte ich nur denken, es ist ihre Brandstifter sind. Alle hopp, komm mal, los, in die Tolle Hände. Was meinen ihr? Nicht. So, ja. Gut geht's wieder, ein schöner Dach. Ach, bonjour, Marimar. Ach, bonjour, Beatrice. Was ist denn da, was hat er gehabt? Nicht so hart schwätzen. Schläft doch ein Baby. Ein großer, großer, dicker Baby. Der Herr Schnauzer hat sich da installiert, weil der Kommissarier abgebrannt ist. Und wer ist er? Er hat vieles gehört. Wenn man etwas von ihm sieht, dann kommt er angerannt wie so ein Wähler. Ja, so wie ihr mir das sagt, dann hat er schon Opfer gemacht, ich meine. Naja, Dreh bis jetzt. Das Joel, das Lili und Marie-André. Und weil er euch nicht lieb tut, dann wollte ich euch nicht so hart zu schwätzen. Oder nur Gutes von der Polizei. Okay, Marie-Barne, ihr Robert. Der Kommissar Schnauzer ist ein sehr intelligenter, ein bildhafter Polizist. Sinner, wenn man von Bull schwänzt, sieht man den Sturz. Wir sind ja etwas von dem Brand vom Kommissariat. Er meint, dass Marie-André wäre der Brandstifter. Oh, interessant, interessant. Und, weiß noch was, ich komme später wieder vorbei, da wissen wir vielleicht mehr. Aber, was hat er dann Joel und Lili euch eingesprochen? Jetzt würde ich ihm gerne sagen, aber er muss immer versprechen, nicht in der Zeitung sitzen. Ne? Ah, na, das kann ich euch nicht versprechen. Das kann ich euch nicht holen, das lesen wir doch. Bonjour. Bonjour, Madame Fonitila. Bonjour, Madame. Also, ich habe gehört, der Kommissar Schnauzer wird da. Ja? Ja, ich werde doch gerne mit dem Schwitz. Er ist ein großer Saal, aber muss er nicht sterben. Er weiß ja, wer ist. Er ist aufgeregt. Es ist riskiert, wenn man stirbt. Das ist mir egal. Ich habe etwas Wichtiges im Zusammenhang. Haben wir etwas gelernt von eurem Mann? Ja, na. Na, wie man wird. Aber ich würde mir etwas sagen.
Bin ihr das sicher? Denke dran, es hat euch geschaut, ob es euch gewittert verheeren. Es hat euch. Und wissen ihr was? Ich kenne den Artikel schreiben, Ivana. Und ich kenne ein bisschen Hetzen. Und wenn sie Hierarchie das lest, wird er vielleicht ein bisschen verständlicher werden, wenn er nicht. Das habe ich euch so gemeint. Ich habe euch ein kleines Geheimnis und vielleicht noch mehr. Ah, aber, oh Scheiße. Und da sagen wir euch halt, was mir vorkommt. Wunderbar, das gefällt mir. Na, ruhig, ich war dann von nicht wieder. Ich habe ja City Shoot den ganzen Tag. Also, ganz nett. Ich habe gemerkt, gestern, wie ich durchgetopft bin, so mit dem Koffer vor, waren kein Schmuck mehr drin. Alles geholfert. Aufgebrochen? Ja. Nein, das war nicht aufgebrochen. Es war so. Aber es ist kein Schmuck mehr drin. Wieso? Da ist gut, da ist geklaut worden. Wenn ich in sein Platz wäre, müsste er sich selber als Kompliz verhaften. Ja, ja. Wer weiß, in sein Wut und in sein Unfähigkeit. Ist er vielleicht selber? Versteckt er vielleicht etwas? Das könnte doch nicht sein. Es ist doch ein Polizist. Das wäre nicht das erste Mal. Aber ich meine, da ist noch so dumm, fahr unehrlich zu sein. Von wem schwätze ich hier noch? Von meinem Elektriker, der ist schon mal gekommen, der hat mir etwas gemacht. Und was machen wir drinnen? Das sieht man doch, mir was sehen, Herr Kommissar. Von allem, Herr Kommissar. Vom Wetter. Ja, ja. Du, der riecht mich auf, der Kerl, du. So, Madame Bonitia, ich war wieder an unsere Hitze kommen. Wer kennt denn das gewesen, wo euer Schmuck geklaut hat? Ich denke, es ist das mein Mundbart. Da müsst ihr von nicht verlassen. Der hat sich doch nicht selber bestohlen. Der hat nicht sich bestohlen, der hat mich bestohlen. Ich bin doch so richtig gewesen, wer mich geheiratet hat. Und jetzt hat er nicht mehr da, kein Geld mehr da. Aber er hat jeder mal den Schmuck. Dann kriegt er sich nur etwas anhören. Ja, und wie ist es mit der Entführung? Oh, alles Quatsch, Kalaumus, was sind sie gewinnen? Ja, und das Lösegeld, hat er das vergessen? Lösegeld? Euch Quatsch, alles was ich zu gewinnen. Bin mir doch sicher? Wo? Das ist mein Schock. Weil heute mal auf der Mairie, da habe ich eine Mail gekriegt von dem famosen Front de Libération Anarchiste, von dem Kommissariat Schnauzer, merci Cézanne, von den 2 Millionen, wo er niedergelegt hat in dem Abribus. Ja, steht dort drauf, es ist eine Freilassung. Oh, ich habe gar nicht die Tasche gelesen, das ist nicht so. Ja, ja und? Sie sagen, das ist eine gute Metafreilung. Oh, blöd ich nicht dran. Man weiß nie, sowieso schrieb ich mir Artikel erst gut Abend. Ja, Marie-Barre, was hast du mir noch zu sagen? Das ist nur eine Geldgeschichte. Das sind zusammen mit den 3 Millionen, die überwiesen wurden, nur Liechtenstein. Am Anfang hat es Lili gemeint, es wäre ein Irrtum. Das ist kein Irrtum. Das ist wahr. Eine Katastrophe für mich. Doch nicht menschlich und das sind dann mehr Sinn. Ja, ich freue mich. Ja, und überhaupt, das liegt ihm. Denn der hat den Perzeptor eingeladen, dort den letzten Spruch, für ein Restaurant gehen essen und nicht egal was für ein Restaurant. Das Kind bin.
Die Nachricht auf Internet, die hat doch gesagt, es ist gut mit der Fregersen. Pelagia. Ja. Da hätte er aber nicht seine Kompiste auf der Meriden von informieren. Verdächtigen ja mich? Ah, nein, da nicht. Ah, bon. Ich weiß, Jung, es mir mehr intim sind wie Marie-André, wie Monsieur von Nietwiller. Ah, man weiß nie. Oh, 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 oh. Ich mache nur Spaß. Ah, bon. So, jetzt langsam. Jetzt geht ich gucke, was Neues gibt am Kommissariat verbrennt die Städte. Das ist schon die Erde. Bis später. Jo, Eddie. Aber ich gebe jetzt doch eher mit dem Kommissar Schnauzer Schwätzen. Ich habe doch etwas Wichtiges zu sagen. Ich habe ein paar Mal versucht, Verbindung zu schwätzen. Da habe ich nicht losreden. Diesmal Mal ist es sicher. Wir haben von mir wieder geschwätzt. Aber ganz genau haben wir von dir geschwätzt. Ich habe Maribab gesagt, wenn ich mit dir will schwätzen, ich habe es sehr wichtig zu sagen. Ich bestimme doch, was wichtig ist oder nicht. Wichtig oder nicht? Ich habe doch meinen Mann, der ist verdächtig. Mein Mann verdächtig. Doch, verdächtige ich. Ich will nur Tatsachen. Nur Tatsachen. Ah, du willst Tatsachen. Aber ich geb da Tatsachen. Gestern bin ich zufällig vor dem Mikrofon vor durch und will noch Schmuck ansehen. Da habe ich aufgemacht, nicht mehr drin. Ein Glück, dass ich das so angehabt habe, mein Lieber. Und wer? Wer hat das geholt? Das kommt um die Mann gefällt. Du behauptst gar nicht. Gar nicht behauptst du. Bist du versichert? Ja, und nur er und ich wären der Code. Aha. Okay. Ja, aber du bist versichert, hast du mir gesagt. Ja. Und ich denke, es tut uns gemütlich jetzt, dich gestern dadurch, ja? Durch den Schmuck, wo geklaut ist. Aber was meinst schon du? Ja. Und ich? Gut versucht, aber das klappt nicht. jeder weiß jo, es die Mann, es der entführt worden ist, dann hat der den Schmuck nicht gekonnt holen. Nur eine Person hat das gekonnt machen. Du hast gewiss der Versicherung beschissen. Ich? Ja. Wie kommst du das nur mit sagen und denken von mir? Klappt nicht. Und ihr bist ja nicht da, weil ihr hinten oft Grimassen zu machen. Ne? Jetzt gehst du mal mit mir dahin in die provisorisches Büro. Gell? Und dann gehen ich mal aufschreiben alles der, was du mir da verzählst. Schon wieder? Allee, komm! Kommissar, ich habe eine Mail gekriegt von der Entführer. Und du hast ja noch nie gefragt, was das Bier zu sagen. Ich hab so gut getan, dann hab ich schon nicht schwätzen. Gut, Ali, ich heiße. Oh. Die bedanken sich für die 2 Millionen Euro, die er geliefert hat, und sagen, dass die Mische von Nietwiller gut mit der Freilon. Da ist der Sedel. Ja. Und da ist Front de Libération Anarchiste in der Schrift. Die bin organisiert. 2 Millionen, wo der Subpräfekt uns dann schwarz Kasko geholt hat. Aber mein Mutvoll hat nicht funktioniert, weil der Kommissar ja abgebrennt ist. Alle, komm! Was gehen wir raus? Alles! Raus! 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 Ach, bin ich allein. Ja. Prima. Ich habe mich erkundigt. Und ich bin Simon Schwester, hat das mir gesagt, es kommt fängen, wenn den Mail gut mein geschickt hat. Wäre das sicher? Ich bin es nicht sicher, aber ich konnte rausfinden. Aber, da kommen nicht nur, ob ich mich blätze.
Da ist der Mail von dem Front de Libération Anarchiste. Ich und mein Kreton. Ja, ja. Schon habe ich machen. Wenn er rausfällt, wer das gekonnt hat, sehen, dass mich der Herr Schnauzer, dass mich ein Piefen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Nicht so fest, das Kind wieder da näher rein. Guck mal, da bin ich dann komisch, ich friss. Sag ich so fest. Alle, hopp, alles noch rein. Alle, alles noch rein. Ich fass alles zusammen und sperre in der Inn. Alle, alle. Schau, du bist eben gruselig, ich steh schon, du bist dran. Und ich würde dich so estimieren können. Ja, jawohl, jetzt Ruhe drin, ne? Der Kaffee klatscht, der ist fertig. Wir haben vielleicht eine Leiche, nur sei ihr nicht so hochgestapelt da. Oh, losene. Da geht sich ein Gott am Leben. Der hat gar nicht gegen uns. Ich habe nicht gegen Euwig. Das höre ich aber gern. Aber ich kenne etwas an gegen Euwig. Ich kann euch immer eine Geschichte erzählen von zwei wuschten Personen. Ja, ja, es handelt sich um Daniel und Marie-André. Und sagen jetzt gerne Marie-André, weil im Daniel die Straße gesehen. Weil praktisch jeden Tag. Ja, der Weg, das ist der Weg, wo ich hinge auf mir Erde. Das müssen wir aber können bewiesen, ihr Olti. Wenn ihr vielleicht verliebt, ihr zwei da. Aber das können wir mal erklären und er sich das besser verstehen. Was siehst du? Ist Marianne und ich verliebt? Ganz genau. Du, also ich will die Tisch kommen. Total durch. Ruhig, Daniel. Das ist ja eine schöne Beleidigung, wo der da ausmacht, gell? Ja, 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 ja. Da kommen wir so langsam da drauf. Das ist ein Verbrecherverband, ja? Verbrecherverband? Was Verbrecherverband? Daniel, ein Verbrecherverband bin ich. Ja, ja, ganz genau. So heißt das. Ja, ja. Ihr habt den armen August im Brat, habt die Leiche versteckt. Wo? Das weiß ich noch nicht. Aber das werde ich schon noch rausfinden. Wirklich fehlende Baggern in Neubergärten, dann wären wir mal schon gesehen. Ich mein, du drehst total durch. Aber gucken, es ist ja wieder mein Garten ganz eben drin. So! Nun Schluss! Und was hätte mir das gemacht? Ganz einfach. Eifersucht. Ja, du Daniel, die Mann, der geht schon Jahre und neben es aus. Noch hast du den Erfolg gehabt mit der Affäre. Und ihr Daniel, ihr bin letzte Wahl rausgeflogen. Und noch haben wir die Tränen hier nur mehr wieder auf die Merida zu kommen. So einfach ist das. Und ihr, wenn wir zwei haben das zusammen gemacht, fahrt. Langsam, ich bin noch nicht fertig. Gell? Wow. Ihr habt alles. Ihr habt alles hier organisiert doch. Ja, ja. Da haben wir noch zwei Komplizen eingestellt von der Marie, das Mariba und Philipp, von das Geld zu klauen von der Gemeinde. Ja, 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 ja. Und du hast doch die Versicherung mit beschissen. Ja, ja. Du bist verrückt, Schau. Du Schalo, du. Und von was haben wir das gemacht? Ganz einfach, fast Geld, 3 Millionen von der Gemeinde, 2 Millionen vom Lösegeld und noch der Schmuck, ja, das bietet ein schöner Haufen. Und wenn das hier 4 gedehnt wird. Oh, das geht mir gut, Kumpel. Hey, Herr Kommissar. Ihr habt es wohl, gell? Weil ich ja noch nicht gehe, ewig. Aber das gibt noch kommen, wenn er Puff drängen. So, ich warte nur mehr noch jetzt. Es ist ihr der Brand vom Kommissarien noch zugehen. Da haben wir nicht damit zu tun. Ja, 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 ja. Ich muss euch gratulieren. Ey, wenn ich da doch kurz sagen, ich habe doch Leidskatz an den Geschichten gelesen. Herr Mojoel, solange wie ich weiß, bist du ja nicht von der Polizei, gell? Gut, dann lass mich mir erwähnt machen, wie ich will. Und Wächter, ja. Lang habe ich die im Verdacht gehabt. Ja, ja.
Aber zum Schluss habe ich festgestellt, bist du so dumm oder lass mal los. Vielmals, merci, das Kompliment geht mir gerade bis ans Herz. Oh, das nicht. Kann ich jetzt schwätzen, Herr Kommissär? Na. Warten, über Tour. Ich will noch die Victor reden, wie die das alles organisiert haben. Grand Liberation Anarchiste, von D. Fantaisie. Da haben sie noch das Kommissariat angestellt, von den Polizisten sie beschäftigen und in der Sicht das Geld da wegzuputzen. Ihr habt mich stark gefunden, aber ihr habt nicht gewusst, mit wem es mir zu tun haben. Hola! So viel Ehren! Da bin ich noch ein paar Punkte zu erklären. Auf alle Fälle gratuliere ich, Herr Kommissar. Die Bonhomie-Zeitung-Lesen, die werden sich freuen. Ich habe ganz vergessen, dass die Journalistin noch da ist. Ihr schrieb in dem neuen Käsebord, was ich euch sah. Und gut verstanden, da schwätzen wir später davon. Aber immer besser. Jetzt habe ich gar nicht geschrieben, was ich will. Da bin ich in der Öffentlichkeit, Herr Kommissar. Und ich mache mich erben, wie ich will. Wenn ihr wieder holen, es soll geheim bleiben. Da geht aufs Kommissariat und nicht da. Da bin ich noch gefrecht, noch oben drauf. Warten nur. Ich werde euch schon etwas finden in der Affäre. Aber da bin ich geehrt, Herr Kommissar. Später. Ja. Da bin ich noch ein paar Punkte zu erklären, habe ich gesagt. Ja. Und das Schlimmste und das Wichtige, das betrifft Jean-Luc. Wer ist hier etwas von dem? Ja, aber nicht Gutes. Mit Inspektoren sind es umgegangen, von den Verheeren, die war das Geld von verschwunden, ich nicht wie von Zigarren. Scheinbar ist er euch empfiehlt Gott. Ja, ja, holen Sie so lieb ihr, weil wenn das Siete wäre noch sehr schwarz vor ewig. Entführung, Doppeltmord. Brand, und so wieder, ganz genau. Herr Kommissär! Was willen ihr da noch? Ihr hättet besser als Norparin dem Jean-Luc geholfen, der ihn die ganze Banditen da schamenäufig. Anstatt da auf dem Apparat da zu spielen da. Was machen denn ihr da? Das gehört doch an euch, das Ding da. Herr Kommissar, ich gehe nur mich wieder aufregen. Aber der Mail, der wo seht, wo ich gesagt habe, wo der Mischie von Nidwila Hut mit der freigelost wird, da sah er nicht dazu. Sehr nett, von mich da wieder daran erinnern. Ja. Meine mir ist ja eine ganze Witz da gegen Leben, hä? Ein Witz? Wer hätte denn den gemacht? Das wäre nicht sehr nett und nicht sehr fein, überhaupt wenn unser Mehl ja tot ist. Wenn meine Nonier es am besten gekämpft hätte, den Mehl zu schicken. Was? Denken wir, dass ich das gekämpft hätte? Selbstverständlich. Ein Lehrbuch hätte das ja rausgefunden. Aber denke mal, ich mit meinen Erfahrungen. Hey, Herr Kommissär! Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Herr Kommissar! Wollen wir nicht anders zu sagen wie das? Aber gerade, ich habe euch gerade gesagt, etwas über den Mail da. Ich hätte ihr haben etwas sehr Wichtiges mir zu sagen, wo die ganze Gesellschaft da geht, Unschuldige, gell? Es geht hin, es tut mir leid, aber wesen da. Nö, nicht warten, muss bitte nicht. Der Wesen versteht der Beruf, wo ich soll. Ich bin Programmatrice, Informatik, ich bin spezialisiert, alles was Internet anbelangt. Da bin ich sehr erstaunt. Ich will euch nur sagen, dass ich konnte beweisen, was ich euch nicht gesagt habe. Ja, es wird sehr gespannt, gell? Ne? Ja. Ja. Wesen hat mich gefragt, warum sie fände, wer der Meinung doch geschrieben hat. Was bekümmert dann die Journalistin da noch? Mit dem die Erdlehre machen da? Warten nur, ich bin immer nicht nötig. Ja, ich bin nur, da erst was Simon will ich mit sagen, gell? Dann schwätzen wir wieder davon. Das geht eurer Karriere retten.
ihr hättet ihr wohl Buckschuss. Nimm dich weg! Ich geh Anse! So sie wohl morgen noch wieder stoppen. Nein, es ist ganz einfach. Ich habe den Absender von der Meile Busfurt. Ein guter Kumpel hat mir geholfen damit. Versteht er mich? Ja, sicher. Das soll nicht euch damit machen. Aber mit euch, wie ich alle gehe, da habe ich viel Zeit verloren. Aber warum machen wir Widerstand? Jetzt wird's interessant. Der Absender von dem Mail, das ist ein berühmter August von Niedwiller, der Vorliberatio Anarchie, das ist er. Ihr macht mich lachen. Das ist ja unmächtig. Überhaupt nicht. Ich habe nämlich die ganzen Dokumente, wo das Gewies gedruckt, da konnte er selber überprüfen, da. Moment. Sie machen mich ganz grün in der da. Das ist doch nicht alles, Herr Kommissär. Nee, hören doch nur mal, der arme Trupp da. Komm, setz dich mal da hin. Du gehst schon hinfällen, du bist schon grün und rot. Herr Jemol, ihr Lied, ich will euch nicht schockieren, aber mir wird's lieber, mein Mann wird tot. Na, Daniel, das ist schon eine gute Neuigkeit. So haben alle gesehen, es ein Gauner ist, es ein Tauchnix ist. So, das ist mal eine gute Neuigkeit, Frau Schmidt. So. Nicht so schnell. Jemand anders steht doch hinten im August die Bett holen. Und das löst das Problem von Jean-Luc immer noch nicht. Ihr macht ein bisschen schnell die Wichtigen da. Aber grad, Herr Kommissar. Was verloren? Willet ihr mich unbedingt blamieren hier? Das will ich nicht, Herr Kommissar. Aber auf der Meiseritze komme ich ja rausgefunden, genau wo der abgeschickt worden ist. Das kennt euch nicht vielleicht helfen. Verstehen er das? Und wie haben ihr das rausgefunden? Die Nummer da, das ist ein elektronisches Adress. Die ist eingetragen, so wie die Autonummer. Aha. Und wo seht ihr die elektronische Adresse da? Die gehört ein bestimmter Jean-Luc vom innersten Dorf. Warte, mich hat der Piefer gemacht, die behauptet, der selber Treckenlook am Stecker hat. Das glaube ich nicht. Nee. Ihr probiert nur für mich durch ihn zu bringen. Ihr will mal erzählen, es da Jean-Luc und der Meier vielleicht Kompliz noch sind. Ich will gar nicht sagen, Herr Kommissar. Ich sage nur, wie stummen. Ich will gar nicht sagen. Ich sage nur, wie stummen. Und ich will euch nicht durch ihn abbringen. Ja. Ich sage nur, wie stummen. Was ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich soll sagen. Hey, ihr bitte Polizist! Ja, und so ein berühmter Polizist wie ich, ja, das Ganze. Kommt doch nur die Wahrheit raus, wenn du nicht wollt. Ja, sicher. Ja. Schau. Ich kann wetten, dass du in unserer Unschuldigkeit, sicherlich. Ja. Aber Moment, das muss ich mir noch richtig noch überlegen. Ja. Bonjour, ihr Damen. Bonjour, Michel. Ich suche den Kommissar Schnauzer. Hat man gesagt, er wird tot. Roger Lüschen, hast du schon wieder etwas gefunden? Nee, leider, Maribor, nur vielleicht. Aha, da ist der Anarchist, wo nicht weiß, was der Front de Libération Anarchist ist. Kommen wir auf die Stellen. Ich habe schon 6 Verdächtigen. Es kommt immer auf einer an, ne? NRW oder NRW, ja. Aber ich habe 2. Ha, und der Kompliz? Ah ja, muss mit der Sprache doch. Ich hab's ja eh für euch nicht.
leid. Herr Kommissar, bitte, Herr Kommissar. Ich muss mir schon forcieren, mal mit der Polizei zu schaffen. Das tut mir sehr leid. Ja. Es geht ein AFOG an alles geher. Was? Ihr wäre nur ein normaler Inwohner. Was? Ja. Das könnte mich wundern. Das könnte mich wundern. Aber gute Wein und Frau Hutnacht, in 2 Uhr, wenn ich heimkomme von der Versammlung, aha, habe ich etwas gesehen. Eine politische Versammlung mit dem Anarchistenkumpel oder von einem Barbecue im Kommissariat? Ja. Mein Privatleben geht euch Scheißdreck an. Wenn es der Gesellschaft angeht, dann geht es mich euch etwas an. Ja, lass nur schwätzen, das muss so raus, dann geht es gerade besser. Je, lass nur nur schwätzen jetzt. Jo, du hast recht. Ich habe schon genug guten Verruf rein. Ja. Also, hopp, junger Mann, du bist mit der Sprache. Ja, in 2 Uhr, wenn ich heimkomme, habe ich gesehen, dass ein großer Sock um Abribus. Aha, das weiß ich. Ich weiß, dort hat jemand vielleicht ein großer Sock der Hände vergessen. Ich weiß Bescheid, ja. Also, dann wissen Bescheid. Ja. Aber wenn ich bis an den Sock komme, von Salut, dessen Name draufsteht, das kann ich nie wissen. Ja, da bin 2 Männer aus dem Garten gekommen und von den Sock geschnappt und bin wieder weg. Aber die haben mich nicht gesehen. Aber ich habe sie gefilmt mit meinem Handy. Aha. Guter Reflex, ja? Ihr habt guter Polizist gemacht, ja? Oh, bitte, keine Beleidigung. Ja. Und ein Lied zu verordnen, der Polizei zu helfen, das ist mir schon schwer. Aber ich will euch nicht, dass man Unschuldigen anklagt. Ja. Das Lied, das kenne ich doch. Ja. Die ganzen Verdächtigen, die sind immer unschuldig, ich will das so gehen. Ja, das will ich. Ja, aber wenn du dann nicht gesehen hast, die gefilmt hat. Aber doch, aber sicher. Oh, nur den Schipper. Das ist schon nicht bäcklich. Oh, die Drecksick. Oh. Ich kann mal denken können, wenn jetzt nicht mehr schwätzen, Herr Kommissar. Ihr lieber Lied, ich habe mich trompiert. Ich habe euch gerade mit Freilosen. Ich habe Rät gehabt. Auf dem Film, da sieht man ganz genau den Jean-Luc und den Meer, wo den Doktor wegschnappen mit dem Lösegeld. Die werden euch schuldig sind von der Rechnung. Ah. Bravo, Kommissar, aber gäff doch zu, du warst doch ziemlich streng mit uns gewählt, gell? Nö, na, gar nicht. Das habe ich nicht so gemeint. Von Anfang an habe ich die Schwäche schon im Verdacht gehabt. Aber ich habe mich nur dumm dran gestellt, von mir Enquete zu führen. Das können Sie ja gut verstehen, ne? Das haben wir gut gespielt. So. Meine Affäre ist jetzt praktisch ganz fertig. Ich brauche nur noch die Swayze-Fennen. Und unser Geld hat er gemein, ne? Haben wir auch schon. Oh, mit Schmuck? Ja. Das ist eine Kleinigkeit. So wollen wir die Swayze finden. Hat er vielleicht eine Idee, wo ich gerade bin? Oh ja, ich kann Interpol alarmieren. Die bin schon ganz bestimmt am Allein von der Welt. Nee. Ich habe wieder gefasst am Computer. Wer ist, wo die zwei sind? Die aus zwei Zimmern reserviert in Paris im 9. Arrondissement. Oh. Ja, da. Oh je, im 9. Arrondissement. Das ist schon mit von der Place Pigalle. Das kennt Paris. Das ist schon in der Stadt von Mimon. Und ihr vielleicht die Adresse von dem Hotel? Ja. Da, schon so habe ich geschrieben. Ah. Die rote Lanterne. Hallo, Mary von Nidwila. Ja, ich. Bonjour, Michel Sous-Préfet. Bin da mit dem Joel Schwätze. Ah, so, mit dem Kommissar Schnauzer. Wir wollen wissen, wann erst er die 2 Millionen zurückbringt, wo er bei euch gelebt hat. Ah, Moment, Michel Sous-Préfet. Ich gehe ins Telefon. Ich denke, Michel Sous-Préfet.
Voilà, avec le Michel. Allô, sehr geehrter Monsieur Sous-Préfet. Ja, Monsieur Sous-Préfet. Ja, ja, Monsieur Sous-Préfet. Das Geld, das bringe ich euch nur zurück. Ja, 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 ja. Die Affäre ist gelöst. Ja, ja, ja. Mit meiner Erfahrung. Ja, 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 ja. ganz allein, Monsieur Sous-Préfet. Ganz allein. Ja, 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 ja. Ja, ja. Merci, Monsieur Sous-Préfet. Oh, Monsieur Sous-Préfet. Oh, ich danke Ihnen, Monsieur Sous-Préfet. Merci, Monsieur Sous-Préfet. Oh, allez, Monsieur Sous-Préfet. Bonjour à Madame Enquête. Oh. Ihr Leben liegt, ich habe sehr schlecht die Nachricht für euch. Was? Bin die zwei Gauner verschwunden und du verdächtigst dich uns immer noch? Nein, nein, wenn es nur das wird. Das ist eine sehr schlechte Nachricht von Nidwila. Oh. Ja, weil ich so schnell und so gut wie Enquete geführt habe, hat das Sous-Préfet mich in der Spitze von meiner Mutation. Ab nächsten Monat bin ich in Paris. 36, quelle est l'enfer. Secrétaire.
Daniel. Marie-André. Jean-Luc, adjudant retraité. Lui, secrétaire général. Ganz oben. Na Donny, der Film tut ganz oben. Und der Donny hat den ganzen Karten genommen. Voilà, ganze Deko.